Moin moin Leute. Moin moin. So, wir haben mal ein altes Spiel ausgegraben. Zu Deutsch Reise nach Nordland, im Englischen Northland. Ich glaube, Cultures 3 müsste es sein. Oldie but Goldie. Ein altes Spiel. Ich habe es ausgesucht. Es ist eins meiner Lieblingsspiele früher gewesen. Ja, es geht halt um Wikinger. Man baut sein eigenes Dorf auf und versucht es zu verteidigen. Man hat ja die Kampagne, die später Johnny spielen wird. Ich werde erstmal ins Freeplay gehen. Und hier mir eine Mission raussuchen. Ich sehe gerade die Mission, die ich haben wollte. Die ist hier gar nicht drin. Oder die war weiter unten. Doch, sie ist drin. The Dark Castle. Ich mache einfach mal... Das Ding ist, man hat es auf Normal, Easy... Oder Easiest. Auf Easiest haben die Leute keine Bedürfnisse. Das heißt, weder essen, müssen nicht essen, müssen nicht trinken. Okay, das nehme ich. Ich muss ja würde jetzt aber einfach mal aus Spaß halber auf Easy. Dann hast du ja eigentlich nur so eine, damit so eine die Roboter. Dann hast du eigentlich nur Roboter. Ja. Ja, jetzt müssen sie halt essen und schlafen. Es ist deutlich schwerer jetzt, besonders wenn man seine Armee aufbauen möchte. Aber ich mach's jetzt trotzdem einmal. Am Anfang dauert das immer ein bisschen, bis es geladen ist. So, The Dark Castle. These are dark times for the Vikings. Ja, bevor ich, bevor ich das jetzt alles übersetze, kann ich einfach mal kurz sagen, hier gibt es die... Ich zeig's gleich, wenn sie auf der Map erscheinen. So, die Dunkelländer hier mit ihrer riesigen Armee, die fünf kleinen Dörflein unten links auf der Karte zu sehen. Hier unsere Verbündeten. Die sind automatisch verbündet. Die sind automatisch verbündet, aber nur in diesem... Also kannst du die auch steuern, oder? Nein, die kann man nicht steuern. Kannst du mit den nur unsere unten rechts hier, die hellblauen, das sind wir. Wir haben auch direkt schon ein paar Soldaten. Aber die sind nicht so cool wie die... Die sind nicht so cool. Ich werde die Geschwindigkeit mal auf 3 stellen, weil sonst dauert das wirklich ewig, bis die mal anfangen, bis die mal irgendwo hingegangen sind. Ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen Ahnung. Ich weiß, dass die Gegner immer von hier kommen. Am Anfang, deswegen stelle ich einfach die Soldaten hier mal hin. Die Darkländer, ich mach mir gerade hier das Grüne weg, sonst kommen nämlich diese unnötigen Messages. Die Dunkelländer greifen uns nach einer Zeit erst an. Ich glaube so ab nach 10 Minuten ungefähr oder so, ich weiß es echt nicht mehr. Ist schon saulange her. Und dann immer in regelmäßigen Abständen. Das heißt, man hat jetzt erstmal Zeit, sein Dorf aufzubauen und so. Und Johnny hat das halt noch gar nicht gespielt, deswegen werde ich erstmal ein bisschen Einstieg geben. Oben links sehen wir die Leiste. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Häuser bauen. Wir haben auch direkt ein paar Treasures, das heißt, wir können direkt Gebäude setzen, ohne sie bauen zu müssen. Zum Beispiel eine Farm. Das gibt's aber auch nicht in jedem Szenario. Die Häuser sollte man... Also, die sind einfach nur schon vorhanden. Also richtig. Drück sie nur noch irgendwo hin. Zum Beispiel noch eine Bäckerei für Nahrung. Die stellen wir möglichst nah alles zusammen. Farm macht Weizen. Die Mühle braucht das Weizen, um Mehl zu machen. Und der Bäcker braucht natürlich dann das Mehl und den Brunnen, den stellen wir mal hier hin, um dann ja Brot zu machen. Hier haben wir doch direkt einen Farmer, zack, geht direkt mal zu Work. Ach, ich wollte es ja auf 3 stellen. Geht direkt mal zu Work. Schön. Dann braucht man noch hier mit Rechtsklick auf Leute, kann man oben ihren... Beruf wechseln, Bauarbeiter zum Beispiel. Jetzt ist leider alles auf Englisch und man denkt, es ist nicht das Beste. Ich weiß allerdings, dass der Scout der Kundschafter ist. Und ein Kundschafter ist wichtig, damit die Leute wissen, wo sie lang gehen müssen. Wenn zum Beispiel jetzt Nahrung gesucht wird und es sind keine Wegweiser vorhanden, dann finden die Leute die Nahrung nicht. Also es ist wirklich ein Aufbauspiel. Und hier rechts sieht man auch die Bedürfnisse des... Ja, der Figur. Das erste ist Life in der Liste, das zweite ist Nahrung, dann Schlaf und dann Social Motivation. Das heißt, die wollen mit Leuten reden und das letzte ist Beten. Das brauchen zum Beispiel Schmiede. Immer. Schmiede müssen beten. Schmiede müssen beten, weil sie ja Waffen erstellen, bla bla bla. Ja, und bevor sie dann halt, ne. Was ist das, Kohle oder Eisen oder so? Genau, hier hat man noch die verschiedenen Rohstoffe. Ich glaube, ich habe auch schon welche, die das abbauen. Hier haben wir zum Beispiel Holz, Wood, Stone, Stein und Lehm. Das sind so die Grundrohstoffe, die man braucht. Ich muss sagen, also die Bäume sehen ja ziemlich geil aus, diese Tannen hier. Ja, die sind echt gut, ne? Man kann halt dann noch später die Pilze für
ja, pflücken, um daraus Tränke zu machen und so weiter. Und Gold. Weiß ich gar nicht mehr, wofür man Gold braucht. Und Silber natürlich für die Waffen. So, und wenn wir den Kundschafter dann zu diesen, zu diesen Tieren, bleib mal stehen, du! Schickt, dann kriegen die so ein Herzchen, das heißt, die gehören jetzt zu uns und damit können wir später eine Viehzüchterei und Fleisch und so. Es geht aber nur bei Kühen und bei Schafen. So, wichtig ist am Anfang wirklich, dass man überall... Ich muss mich an deine Maus gewöhnen, echt, die hast du so empfindlich eingestellt. Dass man überall seine Punkte hin macht. Ach ja, mit Rechtsklick war das. So. ich glaube, es gibt auch irgendeinen Shortcut noch. Aber. Shit. Hast du gestoßen? Ja, teilweise. Ah, doof. Okay, was zum Teufel ist das? Das ist Gold oder was? Das ist Gold, das Gelbe, ja. Hier. Also, okay. Kannst du goldene Schwerter machen? Nee, leider nicht. Ich weiß gar nicht. Gibt's da Drachen? Nein, da gibt's keine Drachen. Warum gibt's da keine Drachen? Weiß ich nicht, frag die Entwickler. Scheiß Entwickler, ey. Ah, die haben schon einen guten Job erledigt. Ich finde das Spiel ist echt, doch, es hat was, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, besonders wenn man mal reingekommen ist. 2002 ist das, genau. Ich meine es, wenn sie von 2002. Hier, so, jetzt haben wir auch schon, so, wenn die Leute mehr, von ihren, Moment, was haben wir denn hier? Warehouse? Ich brauche das Wohnhaus, wo ist denn das Wohnhaus? Oh Gott. Was für ein Haus? Wohnhaus. Übersetz mal. Kannst du so gut Englisch. Ja, warte mal. Mason Shop? Nein, Mason Shop. Ja, aber das brauchen wir auch, das ist nämlich die Stallmetzerei. Ja. Damit können wir dann nämlich neue Sachen bauen. Von den Freemasons kennen wir ja auch. Freimaurer. Bilder. Das Ding ist, wenn die Leute hier, zum Beispiel der Lehmann, genug abgebaut hat, dann kann er, hat er genug Erfahrung gesammelt, zum Beispiel jetzt der Farm hier gut zu sehen. Jetzt kann er Müller werden. Das heißt, wir brauchen jetzt einen neuen Farmer und so geht das immer weiter. Und das geht auch, und jetzt hat der Stein. Sammler genug Erfahrung, um als Steinmetz zu agieren. Das heißt, wir brauchen noch bald einen neuen Steinsammler, einen Abbauer. Und mit der du stellt also, jetzt du hier. Du brauchst ja immer wieder Nachwuchs, also richtig. Dann, um die niedrigsten Berufe zu erfüllen. So ist es. So, und jetzt durch den Steinmetz können wir dann auch neue Sachen herstellen, damit irgendwann neue Gebäude bauen und so weiter und so weiter. Das ist es hier, Wohnhaus. Da geht doch. Was ist für ein Haus? Dwelling. Wohnhaus. Juhu, hätte ich gestellt. So, man kann die Leute auch verheiraten. Was ich jetzt mal mit dem Müller machen werde. Manuell oder was? Ja, hier geht man dann auf heiraten. Dann sucht er sich irgendeine aus, bla bla bla. Es war aber klar, dass er die nimmt. Und wenn das dann fertig ist, dann kann ich den in das Wohnhaus hier packen. Und mit zwei Nahrung werden benötigt, um Nachwuchs zu erzeugen, sage ich mal, einfach mal so. So, und so baut man sich dann halt seine Leutchen auf, ne? So, jetzt würde ich sagen, kann ich hier direkt auch einen Defense Tower hinbauen. Da kann man nämlich die Bogenschützen reintun und da sind sie dann ein bisschen geschützt und haben eine höhere Reichweite, um die gegnerischen Truppen anzugreifen, falls sie kommen. Nicht schlecht. Und sie werden kommen. Weil man hat gesehen, die Dunkelländer haben doch eine äußerst schlagkräftige Armee. Ah ja, das sieht man. Und es ist leider noch nicht alles, sie haben noch viel mehr. Und jedes Mal, wenn ein paar von ihnen sterben, kommen nach einer Zeit hier aus ihrer Kaserne wieder neue raus. Einfach so. Das ist echt fies. Weißt du, also, die sind erstmal nur so ein bisschen, Die sind erstmal nur passiv, ja. Ja, rumlaufen und fertig. So, wo ist denn jetzt unser Müller? So, jetzt sind sie da drin, sieht man hier. Und hier kann ich jetzt have a boy, have a girl, ich kann sogar entscheiden. Ja, das kannst du entscheiden. Aber da ja Nahrung gerade nicht leider vorhanden ist, naja, kann ich auch leider nichts damit anfangen gerade. Heißt, ich werde jetzt einen Bilder. Wie viel haben wir denn eigentlich? 1, 2, 3, das sind ein paar zu viele. Deswegen werde ich aus dem jetzt einen Hunter machen. Und das heißt, er wird dann jetzt Tiere jagen. Aber nicht die, die im Herz auf dem Kopf haben, oder? Nein, nur wilde, so Hasen. Bären wird er auch nicht jagen, weil die greifen einen anderen. Bären. Oh Gott. Jo. Und irgendwann kann man den zum Viehzüchter dann. Warum zum Teufel ist da so ein komisches brennendes Feuer da? Ach so, das ist, das hat jeder Verbündete. Kann ich mal gerade gucken hier. Sieht irgendwie so magisch aus. Wenn man hier seine Leute drauf stellt, dann werden die automatisch. Gehen die zum Verbündeten über. Das heißt, so kann man ihm Truppen schenken oder was auch immer. Ah, okay.
Und ich kann jetzt schon sagen, der hier wird ausgelöscht, wenn man ihn nicht unterstützt. Ja, scheiß drauf, ich würde ihn nicht unterstützen. Jetzt. Ich unterstütze ihn eigentlich immer, aber danach wird es irgendwann zu leicht, weil die Verbündeten werden auch deutlich stärker. Und irgendwann ist dann der Dunkelländer hier dann keine Herausforderung mehr, wenn man nur zu 5 auf den draufhaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 immer sogar. Insgesamt. Aber den einen zähle ich nie mit, weil er sowieso immer ausgelöscht wird, der Highlander. Deswegen. Tja, doof. Auf jeden Fall, sehr schade. Wenn man sich nicht verteidigen kann. Nee, der hat halt am wenigsten Ressourcen da und am wenigsten Leute. Bis der sich aufgebaut hat, greifen die Dunkelländer direkt schon an. Ja. Okay. So, jetzt bauen wir hier nochmal ein paar Dingenzen. Wegweiser, weil hier ist auch noch ein schöner See. Und da kann ich gleich einen Fischer hinbestellen. Der hast du ziemlich viel Fresse, ne? Ja, der Fischer, der besorgt schon recht viel. Oh, okay, jetzt lassen wir den erstmal ein bisschen schlafen, bevor er verreckt. Weil falls sie ihren Schlaf oder ihre Nahrung oder ja, ihre Bedürfnisse nicht erfüllen können, dann verlieren sie Lebensenergie. Die lässt sich zwar mit der Zeit wieder auf, aber... Also, du musst ja ziemlich viel micromanagen, oder was? Ja, auf jeden Fall. Besonders wenn du dann wirklich eine große Bevölkerung hast. Bis du die mal versorgt hast, alles ist... Kann die sich dann aber auch selber schlafen legen? Bitte was? Ja, ja, die machen das alles automatisch. Die holen sich selber Essen, die holen sich selber ihren Schlaf, alles machen sie selber. Guckt, jetzt hat der Hunger und jetzt holt er sich hier bei dem Busch. Ist das ein Bär? Das ist ein Bär. Hier, das sind alles Bären. Aber die greifen nicht an, solange man sie nicht angreift. Und wenn man einen angreift, dann greifen alle in der Umgebung an. Was ergibt denn? Ja. Naja, mal noch schöne Ochsen. Ich würde jetzt auch gerne schon den Steinmetz und so da rein tun, aber dann haben wir wieder keinen, der Stein abbaut und irgendwann sind dann die Ressourcen alle. Das bringt jetzt noch nicht wirklich viel. Außerdem, hier sind dann wieder Büsche. Nachwuchs und richtig. Und ganz genau. So, jetzt haben wir hier genug. Jetzt würde ich den Scout einfach mal übergangsweise zum Fischer ernennen. Also es ist echt ein interessantes Spiel, doch ich kann es wirklich weiterempfehlen. Es gibt auch noch andere Teile, die habe ich leider nicht gespielt, werde ich vielleicht mal nachholen. Ja, das Spiel danach können wir ja noch machen. Kostet es viel? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich noch 10 Euro oder so. Achso, und hier sieht man noch so einen Stern über dem. Das ist, je mehr Erfahrung er hat, desto größer wird dieser Stern. Nicht schlecht. Das ist der Master Scout. Der weiß Bescheid. Ja, jetzt haben wir einen neuen Job, dann kommt immer diese schöne Melodie. Jetzt ist er schnell weg. Ja, jetzt wusste er erstmal was. Ne, das Ding ist einfach, je mehr Erfahrung sie haben, desto schneller üben sie ihren Job aus. Der braucht jetzt ziemlich lange, um einen Fisch zu angeln und die, später geht's dann im Sekundentakt. Okay. Solange halt Fische da sind, das ist auch immer das Ding hier, die ganzen Ressourcen. Das Einzige, was nachwächst, sind Bäume. Aber alles andere ist natürlich Fische dann für immer weg. Das ist gemein. Das ist gemein, deswegen kann man den noch nicht ewig benutzen. Das Einzige, was halt, wie gesagt, sind die Bäume und natürlich das Vieh, das durch die Viehzüchterei dann immer nachgezüchtet wird, sag ich mal. Hier kann man dann noch den Punkt, von wo er aus arbeiten soll, bestimmen. Mit Rechtsklick immer. Ich soll zum Beispiel da in das Holz abpacken, weil hier ist bald... Ja, okay, reicht noch, aber... Trotzdem. Ah, so. Okay, wir haben noch zwei Frauen, ich stelle euch jetzt mal zusammen, damit sie ein bisschen quatschen können. Nein, ich verkneife sie nicht. So, und jetzt haben wir hier den Bäcker noch. Jetzt das Mehl, man hat natürlich auch immer nur eine bestimmte Kapazität an Lager. Hier ist es jetzt voll. Und man kann auch noch Lagerhäuser und so weiter, aber... Naja. Ich kann ja schon mal das nächste bauen, das wäre dann die Töpferei. Oder, nee, Kaserne geht noch nicht. Pottery, ne? Pottery müsste es sein. Ja. Ja, ist es sogar. Das braucht Holz und Lehm, deswegen baue ich es direkt da, wo Holz und Lehm halt sind. Damit die Leute halt nicht so weit laufen müssen und die Produktion schneller ist. Effizienz. Darauf muss man auch arbeiten. Die Lage, die Lage und die Lage. Die Lage und die Lage und die Lage. Darauf muss man halt auch achten. Naja gut, irgendwann werde ich mit den englischen Begriffen auch zurechtkommen. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel 4 Food drin. Das heißt, wir können jetzt schon mal den ersten Nachwuchs... in Auftrag geben. In Auftrag geben, ja. In Auftrag geben, ja, wo ist denn die Olle? Achso, da oben. Jetzt hat er nämlich so ein Herzchen über sich und ja. Schön.
Auf jeden Fall. So, die Töpferei ist fertig. Ich werde jetzt einfach schon mal den Lehmmann da reintun. Weil wir haben genug Lehm. Hier kann man auch direkt drauf gehen und gucken, wer für diesen Job geeignet ist. Der Extractor, oder wie das heißt. Und dann können wir schon mal Backsteine und was auch immer hier fertiggestellt wird. Steinblöcke, glaube ich. Stones. Ja, gut. Stones. So, und jetzt backt er nochmal schön, wenn seine Frau zu Hause wartet. So, und jetzt kommen hier so schöne Herzchen. Und dann kommt gleich der Storch mit einem Baby im Schnabel und dann da ist er schon. Ist ein bisschen verstörend. Und dann kommt da auch schon direkt das Baby raus. Wenn schön einfach nur vor die Tür setzen, oder? Und wenn es hier, sieht man unten rechts das Alter, und wenn es 10 erreicht, dann ist es erwachsen und kann, ja, ist ein bisschen früh. Und kann dann als Soldat ausgebildet werden, als, oder als alles andere halt. Ja, mit 10 Jahren. Mit 10 Jahren. Ja, da haben wir es eigentlich echt gut, dass wir so lange unsere Kindheit haben. Aber früher war das wohl so. Ja, aber, ja, gut. Du bist mittlerweile schon 10 Jahre lang ein Soldat. Natürlich. Siehst du auch aus. Dankeschön. Ich finde das Design von denen echt cool. Wenn wir diesen, Bottichhelm hier. Ja, das ist schon geil. Also, ich finde es schade, dass man hier nur die Wikinger spielen kann, weil ich finde die Bauweise auch ziemlich cool hier. Ja. Das ist echt mal was anderes, weil wenn man permanent nur Wikinger spielt, die haben zwar auch eine schöne Bauweise, ist alles sehr liebevoll gestaltet. Aber irgendwann, als upgrade ich das mal, zum Wohnhaus 2, oder Dwelling halt 2. Ja, mein Englisch ist leider nicht das Beste, weder vom Verstehen noch von der Aussprache her, aber na gut. Schön. Ja, ne? Schön. Aber dafür haben wir dich ja. Dankeschön, ja, das heißt immer gern. Bin der Meister. Natürlich. Nicht. Guck mal, das ist ein Tri. Ah, hier, mit dem kann man jetzt zum Beispiel noch, mit dem Bäcker kann man zum Beispiel jetzt noch die Bäckerei 2 upgraden und dann kann er Kuchen machen, der hält dann ein bisschen länger. Kuchen wäre als einmal Nahrung. Ja, gut, aber. Ich bin dafür, dass du nur noch Kuchen willst. Du kannst auch den Fischer direkt auf die Bäckerei schicken. So, der Zivilist ist erwachsen geworden. Das heißt, wir machen jetzt einen neuen Steinabbauer, Steinsammler, was auch immer. Steinmensch. Steinmensch. Ja. Den tue ich jetzt erstmal zu der Position hin. Wir müssen irgendwie das Interface noch ein bisschen größer kriegen, weißt du? Ja. Das ist ein bisschen blöd. Und da, wo er steht, wenn ich da ihm den Beruf gebe, ab da steht dann das Fähnchen und dann trägt er alle seine Sachen. Aha. Aha. So läuft das. So läuft das. Okay. Genau, hier haben wir schon mal den. Gut, gut, gut. So, Wohnhaus 2. Nächsten Bauarbeiter verheiraten. Oh, das war der Hunter. Naja, macht nichts. Okay. Das ist etwas verstörend. Echt? Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ja, warum benutzen die alle das gleiche Haus? Na, weil da jetzt mehrere Räume drin sind. Guck, siehst du doch, es ist größer geworden. Hier, da. Das ist jetzt irgendwie so ein Schlafzimmer für alle, weißt du? Da kann jeder da rein, wenn der Befehl von oben kommt. Ich hätte gern einen Jungen, bitte. Ja! Dann musst und dann kommt auch ein Junge. Du musst in das Haus rein und dir wird einfach so ein Typ zugewiesen und dann liegst du da. Oh ja. Dann kommt die komischen Herzchen. Und die Störche hier. Was ist das denn hier? Und auf einmal ist er weg. Das ist das Schreckenshaus, ey. Ach Quatsch. Das Haus ist ja gewaltig. Nein, natürlich nicht. Ja, hallo Wikinger. Die sind verheiratet. Hast du schon mal einen Wikinger gesehen? Ja. Weißt du, wie die drauf sind? Natürlich, ich sehe jeden Tag einen. Die haben meistens so einen Helm mit Hörnern drauf. Ja. Sehe ich. Ah ja, hier. Schlimm sowas. Na gut. Ja, das ist aber so, die sehen doch voll lieb aus. Das ist so ein Asterix-Helm. Aber die sehen doch voll lieb aus hier. Guck mal, der hat mein Lieblingsdesign. Diesen schönen Schnurrbart und dann diesen Flügelhelm. Der ist ja auch nett. Der ist ja auch, ja, natürlich. Ja, wenn du mal in das Häuschen da reingucken könntest, dann willst du mal das wahre Gesicht sehen. Na, die Soldaten kann man ja nicht verheiraten. Ja eben, weil die lieb sind. Nein. Achso, und hier, das ist das Haupthaus. Headquarters. Headquarters. Da kann man auch, genau wie bei jedem anderen Lagerhaus, es fungiert als Lagerhaus und als Wachturm. Man kann Träger, also Träger da zuweisen und die sammeln dann die ganzen umliegenden Rohstoffe da ein. Wie gesagt, das also ist halt auch Holz, so. Was da davor liegt, richtig, das ist halt auch ein Lagerhaus und deswegen, wenn hier zum Beispiel in der Mühle das Lager voll ist, dann kann hier rein verfrachtet werden. Mhm. Und so weiter und so weiter. Du bist noch gar nicht angegriffen. Nee, das dauert. Das, mal Combat, das dauert doch deutlich länger, als ich es in Erinnerung hatte. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal einen neuen Lehmabbauer. Miau. Was war das jetzt? Das war der Typ. Ein Unverschämter. Ja.
Das müsste Clay sein. Lehm. Yes, komm, hol mal einen Pilzesammler, bitte. Einen Pilzesammler möchtest du? Ja, siehst du mal, wie viele Pilze ich benutze aber eigentlich nie wirklich Tränke, weil das echt eine Menge an Klicker. Sind das? Ich dachte, kann man später kann man zu Tränken machen, ja. Also erst gibt's den... So als Drogen. Ach nicht. Für die Moral. Gibt's eine Moral hier? Nee, ne? Nee, aber ich glaube, ich lasse es auch mit dem. Ich mache lieber einen Träger. Weil die Pilze, dann gibt's ja, irgendwann den Kräuter. Den Kräutersammler. Und der wird dann irgendwann zum Alchemisten. Aber mit den Tränken, das ist so eine Klickerei, bis mal jeder ausgerüstet ist mit den Tränken. Deswegen lasse ich das eiglich immer. Das ist echt nicht lustig. Allgemein sagen, ey, jede Kiste. Nee, leider nicht. Man hat tatsächlich die Möglichkeit, allgemein was zu machen, aber es gilt nicht für Tränke. Extras for everyone. Das sind aber nur Schuhe und Holzwerkzeuge, Eisenwerkzeuge und Met. Naja gut, Met, das kann man natürlich auch ausrüsten. Yeah. Met ist auf jeden Fall noch eine Pflichtveranstaltung, weil durch Met, das können die sich ausrüsten, bis zu 4-mal. Das sieht man unten rechts hier bei Equipment. Und das ist so Nahrungsersatz. Das heißt, die müssen damit nicht... Also so heißt es, wenn du deine Soldaten weiter weg stationiert hast, dann gibst du den Met, damit die nicht immer wieder zurücklaufen müssen. Richtig. Zum Beispiel, wenn ich hier jetzt irgendwie 50 Soldaten stehen habe, die können nicht alle hier ernährt werden, dann gebe ich denen einfach Met und dann ernähren sie es halt selber. Das ist eine deutliche Arbeitsersparung. Cool, okay. Und hier bilden wir mal ab. Gibt es dann am Ende auch so Belagerungen dann noch längere? Was heißt Belagerung? Ist eigentlich eher so ein Rush dann am Ende. Es ist immer nur ein Rush eigentlich. Okay. Also. Ja, ja. Naja, es ist halt so schon ein Rush. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ah, fuck. Die haben auch ziemlich viele Katapulte. So ewig lange Belagerung dann noch an dem Scheiß. Ja, wahrscheinlich Age of Empires oder Empire Earth oder so. Ey, die haben auch ziemlich viele Katapulte. Die Katapulte, die dezimieren meine Truppenstärke, wenn ich da angreife, von ein paar Sekunden von 200 auf 50 oder so. Zu Recht. Aber die können, aber die Katapulte bauen sie nicht nach. Das ist das Gute. Und jetzt auf Mitte ist der ein Soldat von dir, der normal ausgerüstet ist, ungefähr gleich stark wie so ein Soldat von denen, oder? Ja, die sind immer gleich stark. Das ist halt nur auf Easy, also auf Easiest, halten sie noch ein bisschen mehr aus und brauchen halt, wie gesagt, keine Nahrung, kein Schlaf, kein nix. Das ist eigentlich meine bevorzugte Variante, aber ich dachte, für ein Let's Play ist es jetzt doch ein bisschen zu langweilig, wenn hier keine... Na okay, mittlerweile... Achso, hier kann man übrigens noch, da ich das jetzt auf 2 gemacht habe, die Steinmetz-Zeug, kann ich hier noch zwischen Stone und Marmor auswählen. Jetzt mache ich mal Marmor, weil ich damit einfach mal mehr bauen kann. Mehr Häuser später, also. Mit Marmor kannst du mehr Häuser bauen? Also andere Häuser, sagen wir es so. Ja, okay. Also zum Beispiel Wohnhaus 5, glaube ich, braucht Dachziegel. Ich find's ein bisschen komisch, wenn der plötzlich einfach alle aus Marmor sind. Das wäre irgendwie nicht ganz Wikinger. Nee. Ah, ja, guck mal, jetzt haben wir Mount Darklanders, has been sided, diplomatic status hostile. Aha. Das heißt, wenn das kommt, ab dann kommt die erste Angriffswelle. Der Wachturm fungiert auch auf Demolish. Ich glaube, das war's. Das heißt, alle umliegenden Zivilisten gehen da rein und schießen zusätzlich noch Pfeile auf die Gegner. Aber ist natürlich jetzt wieder der Nachteil, dass die dann wieder keine Nahrung haben und dann verhungern könnten. Deswegen wäre Met eigentlich wirklich die beste Idee. Genau. Aber jetzt brauchen wir erstmal noch einen Farmer. Wir müssen das hier natürlich ein bisschen... ja, am Laufen lassen, ne? Ja, weil Mehl haben wir jetzt nicht mehr so viel. Und bevor uns das zu Neige geht, würde ich sagen... Nein. Das heißt, hier machen wir nochmal ein bisschen Jungs. The Boy. The Boy, ach, da sind sie auch schon, die ersten. Ah, geil. Und jetzt kommen sie auch noch von oben, die Geier. Oh mein Gott. Okay, das ist aber ziemlich mies jetzt schon. Das sind ja schon. Das sind echt schon viele, ja. Ach ja, wenn die sterben, dann kommen dann so ein paar Totenköpfe. Oh, da sind aber echt viele, du. Haben wir hier Defense started. Ah, aber deine Leute sind ziemlich gut, und die lassen halt auch ihre Ausrüstung fallen, das ist gut. Ja, Bögen und alles. Also kannst du normale Worker okay, jetzt zum Bogen schicken, oder was? Nee, ich muss in der Kaserne, die ich gleich bauen werde, neue Soldaten ausrüsten, ausbilden. Aber du brauchst natürlich Rüstung, oder was? Die kann man einfach so ausbilden. Die sehen dann einfach genauso aus wie der hier, nur ohne Waffe. Dann kannst du denen einfach irgendwas in die Hand drücken. Genau, dann kannst du irgendwas in die Hand drücken. Und meine Favoriten sind Langbögen, die hier. Und die langen Schwerter, die einfach am meisten Schaden haben. Und die Eisensperre sind auch noch gut. Was ich nicht empfehlen kann, sind Holz, Kurzschwerter und Kurzbögen. Und dann dieser Holzsperre, weil die einfach nichts machen. Und die sind echt ein bisschen schwach. Zerbrechen dann. Ja, die sind auf jeden Fall zu schwach. Die machen keinen Schaden.
Kann man den Hunter mit einem Holzspeer ausrüsten? Nee, ne? Ein Hunter, was? Ja, also ein Jäger jetzt, der. Ach so, nein, nein, der hat immer nur seinen Bogen. Ach, so, wo haben wir denn Barracks? Da, bei B natürlich. So, hier wird dann gleich die Kaserne gebaut. Und ab da können wir dann auch unsere schönen Soldaten ausbilden lassen. Jetzt brauchen wir erst einen Bauarbeiter. Damit das alles ein bisschen schneller geht. Oh, jetzt ist hier so eine ungemütliche Haltung. Jetzt weine ich rum. Ich weine aber. Ach du kleine Pussy, ey. Meine Schultern verspannen. Ich muss ja den ganzen Tag sitzen. Ich muss ja, du hast ja das hier eigentlich. Anderen Videos. Ah, ja, ja, ja. Stell dich nicht so an, ey. Ja, du hast es hier einfach. Ja? So ein bisschen weg vom Mikro. Naja. Freie Sicht auf den Bildschirm. Auf beide. Auf beide Bildschirme. Oh, ich spüre meine linke Schulter schon kaum mehr. Tja, doof, ne? Allerdings. Oh. Egal, das halten wir jetzt durch. Wir können uns ja nächstes in den Bi hier hinstellen. Hier wird doch noch alles gezeigt, was wir brauchen an Rohstoffen und was wir schon haben. Ganz links hier. Also ganz rechts meine ich. Und dann steht da Wood. 2, das was wir brauchen, 1, was sie gerade verarbeiten und die letzte Zahl ist, was sie schon davon verarbeitet haben. Okay. Das ist aber nicht vernünftig. Hm? Nee, aber halt nur das, was du brauchst. Okay. Wenn du zum Beispiel Rohstoffmangel hast und du weißt jetzt nicht, was da fehlt, dann kannst du direkt danach gucken. Also ich glaube, der hat jetzt genug gemacht, der kann wieder zum Scout werden. Alter, sind das alles Fische da? Das sind alles Fische, ja. Hier, 30 und es sind keine mehr da. Also zumindest nicht an dieser Stelle. Der hat einfach den ganzen See leer gefischt. Allerdings. Meine Sache, das geht dann. So, hier haben wir gleich die Kaserne Meister fertig. Scout, Meister Fischer. Na, der pennt bei der Arbeit hier. Was ist denn? Was fehlt noch? Bricks und Quarrystone. Naja, hier liegen später dann einfach mal so 10.000 Totenköpfe rum. Ne? Das ist schon ganz schön herbe, das Spiel, muss ich sagen. Ja, aber es ist doch lustig. Also ich krieg jetzt schon die Gänsehaut, wenn ich das hier alles sehe. Natürlich tust du das. So, damit er jetzt nicht Unmengen hier der Steinmetz an Steinen verschwendet, bestimme ich jetzt einfach mal, dass er nur noch 10 Stones und 10 Marmor herstellen soll. Und ab dann erstmal Pause macht, weil okay. Ja, weil wir halt auch nicht unendlich viel Steine zur Verfügung haben, ne? Und dann nicht genug Lager, oder was? Nee, aber wenn halt alle Steine abgebaut sind, dann ist halt nichts mehr da und dann kann man auch nichts mehr herstellen, ne? Und da wir das dann noch später für Straßen brauchen, damit die Leute sich einfach schneller bewegen. Ja. Würde ich einfach mal sagen, wir sparen auch ein bisschen Bruchstein. So, guck, jetzt sieht das schon deutlich besser aus. Du hast noch keine Frau, es ist noch eine übrig, also... Kein Kommentar. Okay. Ja, penn erstmal. Hier steht die Frau. Ragnar. Die haben auch alle ihren Namen, das finde ich ganz lustig. Amundi und Haldor. Okay, Amundi und Haldor. Wir müssen die beiden am Leben halten, auf jeden Fall. Weil das sind die... Und die beiden Grundkrieger. Aber glaub mir, Amundi und Haldor. Glaub mir, die Krieger sterben ja deutlich schneller, als ihr lieb ist. Wir nennen das ganze Video die Legende Amundi... Der Gehirn. Na glaub mir, die sind bestimmt bald schon wieder weg. Zwei Wikinger. Die sterben echt schnell. Ein schönes Intro machen. Mhm. Weißt du, so Slideshow-mäßig mit so schlechten Fotos von Amundi und Haldor. Oder andersrum, Amundi und Haldor. Ich glaube nicht, weil die werden sowieso immer bei so der nächsten Angriff. So ein Voice-Over. Amundi und Haldor. Da kommen schon die nächsten Angriffswelle. Zwei Wikinger, die niemals aufhören, ihren Mut zu beweisen. Das Problem ist, die werden einfach mal gleich sterben. Jetzt ist schon einer tot. Nein, der schläft nur. Ach, der legt sich einfach neben die Leiche und schläft. Guck, der hat dann schon kaum mal Leben. Typisch Amundi. Die halten eigentlich nur wirklich zwei, drei Schläge von den langen Schwertern aus. Typisch Amundi. Ja, und dann sind sie tot. Amundi halten wir am Leben, bitte. Man kann allerdings später noch Rüstungen herstellen und so, was aber auch wieder... Nee, Plattenarmor und so, keine Ahnung, was wie aus aussehen nochmal. Das ist aber auch wieder eine... Unglaubliche Klickerei, deswegen weiß ich nicht, ob ich das machen werde. Amundi und Haldor sind wieder. Das ist wirklich furchtbar mit diesem ganzen. Das hätten sie echt besser lösen müssen. Man muss dann die ganze Zeit hier rechtsklick, ab und dann Armor.
Und dann aussuchen, was du halt nehmen sollen. Und das bei 200 Leuten, da bist du echt beschäftigt. Und da kommt noch mehr. Was ist denn? Nicht, dass sie hier von irgendwo unten kommen, dann hab ich dich verkackt. Ja, super. Siehst du, Ammonien halbe haben es wieder gelöst. Noch mehr, noch mehr. Los, Ammonien. Guck mal, der hat ein goldenes Schwert. Eiskalt. Guck mal, Amundi und Heiko sind so ein gutes Team, so unfassbar. Zieh dir das rein. Ja, ich sehe es. Gott, hier kommen immer mehr. Amundi und Heiko. Warum haben die jetzt? Achso. Gut, ich würde sagen, wir brauchen erstmal ein paar neue Soldaten. Der Nachwuchsmatch. Achso, wir brauchen aber erstmal einen neuen Farmer, weil wir brauchen jetzt erstmal einen neuen Mühler. Heißt jetzt erstmal mein Farmer und der Hunter, der hat gerade nichts zu tun. Das heißt, ich werde jetzt mal eine Viehzüchterei bauen, würde ich sagen. Wie auch immer das heißt auf Englisch. Such mal mit. Bell? Was? Nein. Viehzüchterei? Viehzüchterei. Geh weiter nach oben. Ich weiß auf jeden Fall, dass man da Verdachtsiegel braucht. Ja, eine Farm, oder nicht? Nein, Farm ist eine Farm. Ja, Kettelfarm. Ja. Ist halt eine Farm. Fuck you. Bitch. Da haben wir einen neuen Soldaten. Dieser Shit hier. Nimmt ihn jetzt hier hin und der kriegt sich. Der holt sich einen. Fuck off, Bastard. Change Equipment zu Longsword. Sword, Entschuldigung. See you next Tuesday. Mann, diese Maus. Die ist echt viel zu empfindlich eingestellt. Boah! Ich bin ja unter den Gamern ein Chirurg. Ich bin ein Chirurg unter Gamern. Ein Chirurg. Ich bin so präzise, ich brauche meine Maus eingestellt. Ansonsten ist es keine Herausforderung. Boah, das ist echt eine Herausforderung gerade. Jetzt machen wir noch zwei Frauen, damit wir das Wohnhaus ausbauen können auf 5. Meine Güte. Aber das ist ein schönes Haus jetzt geworden, tatsächlich. Ja, warte mal, es wird noch viel schöner. Es wird noch schöner? Mhm. Das ist jetzt auf Stufe 3. Aber brauchst du dann insgesamt nur ein Haus oder was? Nö, in dieses Wohnhaus können jetzt 5 Leute wohnen halt und ich werde wahrscheinlich noch ein zweites bauen. Also so am Ende ein Dorf von 10 Leuten. Ja, das halt nur 10 Feuerrate sind, ne? Ah, guck mal, der hat jetzt zum Beispiel alles produziert, was er produzieren sollte. Ich werde es nochmal machen, oder nicht, lass es erstmal. Ach, musst du das denn jedes Mal wieder setzen, ne? Ja, richtig. Oh, das werde ich jetzt auch beim Töpfer machen. Der wird jetzt auch noch Geschirr herstellen, damit die Wohnhäuser sich Geschirr holen können, damit die Zufriedenheit steigt. Nur 10 von allem und dann sollte es eigentlich reichen. Ja, mit die Viehzüchterei, das ist gut. Gut ist das. So, jetzt brauchen wir nochmal einen Brunnen. So, Brunnen. Was ist das hier? Was? Ah, nee, das ist Honig, okay. Miep. Ja. Bravery. Oh, ah, das ist die, Brauerei. Kirche. Das ist doch schon. Wo war denn jetzt der Brunnen, Mensch? Der war da oben. Dwelling? Nein. Das war's Haus. School. Ja, School. Well? Ja. Ja. Weil für die Viehzüchterei braucht man. Das ist von Nessie oder so. Ah, hier, guck mal, jetzt kann man es upgraden. Für die Viehzüchterei braucht man nämlich Wasser und, Weizen. Und das mache ich jetzt einfach mal beides da oben hin, nochmal, damit der nicht so weit laufen muss. So, okay. Jetzt haben wir einen Viehzüchter. Ochs ist gut. Ochse. Du Ochse. So, hier ist die erste erwachsen und die zweite. Oh, wunderbar. Perfekt. Sind die auch nur 10 Jahre? Ja. Ich geh jetzt auch schon ins Rape-Haus rein. Gott verdammt nochmal. Du bist so ein. Du bist echt. Wahrscheinlich sind die schwarzen Ritter sind wahrscheinlich die guten Leute. Das kann sowas sein. Die euch Barbaren hier mal. Aber so bis ich die verheiratet. 18, weißt du so. Die wollen euch nur ein bisschen Vernunft bringen. Hey, hey, früher war das anders, ja. Guck mal, jetzt früher haben wir schon Wohnhaus 4. Zieh jetzt mal rein. Das ist echt gut aus schon. Und jetzt mal Wohnhaus 5. Außerdem, bis ich die verheiratet, haben sie ja in dem Game ja noch viel mehr. Achso, übrigens können die Leute hier nicht an Altersschwäche sterben. Nicht? Nicht. Okay, dann müssen wir Almundi aber auf 234 denken, mindestens. Ja, es wird ja nicht mehr angezeigt. Es wird nur bei den Kindern angezeigt. Das ist doch schade. Und wenn sie das 11. Lebensjahr sowas erreichen, dann sind sie hier in diesem Spiel erwachsen. Schade. Aber das ist einfach nur aus Zeitgründen, damit es nicht so lange dauert. Allgemein trotzdem noch mitrechnen. Ja. Also ich bin dafür, dass Almundi jetzt 70 Jahre alt ist. So, und hier haben wir das Wohnhaus 5 gleich fertig. Das sieht doch echt schon gut aus hier, guck mal.
Doch, ich finde das schön. Das ist schon nicht schlecht. Wird es jetzt weiter in die Höhe gebaut, oder? Nee, das ist mehr als Wohnhaus 5 geht nicht. So, jetzt habe ich wahrscheinlich gerade den Farmer mit seiner Schwester verheiratet, aber das ist mir jetzt irgendwie auch egal. Und den Müller wahrscheinlich auch. Ich hoffe, du verlierst. Ich verliere nie. Barbaren sollte mal ein bisschen... Das war früher normal, ja. Ja, wenn du an der Macht warst, war das damals normal. Das sowieso. Uhuhu. Guck, die freuen sich alle. Die freuen sich, ja. Oh, so. Oh mein Gott, diese Maus, Alter, das müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall umstellen, wenn ich spiele. Ach, nimm mit deine eigene Maus mit. Das mache ich auch. Hä? Das mache ich auch. Ja. Um Gottes Willen, ne? So. Ah, 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 ah. Was? No! Irgendeine Steinmauer hat oder was gemacht. Kommen sie von hier oder was? Go, Soldaten! Beschützt ihn! Bewegt euch doch mal! Lass mal den Almuni in Ruhe. Okay. Scheiß drauf. Ich werde auf jeden Fall noch einen Wachturm jetzt bauen. Moment. Ich bin ganz gewohnt, dass es ganz unten ist. Das ist jetzt hier. Und da dann Soldaten reintun. Ah, jetzt kommen sie hier. Lauf einfach an denen vorbei, gute Idee. Ey, treff doch mal! Treff doch mal! Ja, jetzt haben sie getroffen. Das sind bei Tom und Jerry, ey. Ah, ich hab noch gesehen, die Ballon sagt, wie das denn macht. Yep. Schön, ne? Ziemlich fix. Kann auch noch gleich eine Schreinerei bauen und dann Holzwerkzeug herstellen. Also eine Schmiede, werden wir hier eine Schmiede und eine Waffenbauerei für Bögen und so, werden wir hier nicht brauchen, weil die Gegner einfach so viel Sachen droppen, das ist einfach nur Ressourcenverschwendung. Vielleicht werde ich es doch noch bauen, einfach um zu zeigen, wie es ist. Aber erstmal nicht, erstmal nicht. Zeige ich dann in der Kampagne später. Oh, richtig, wirst du so. Taylor's Workshop müsste... Näherei, okay, gut. Näherei ist übrigens für Rüstungen und so, werde ich auch später, wenn dann machen. Ja, das würde ich aber auch finden. Und hier haben wir die Schreinerei. Die Schweinerei, nein, die Schreinerei. Schweinerei? Schreien. Oh, jetzt sind sie aber schon Schweinerei viele. Schweinerei ist im Welthaus. Einer ist gestorben. Haldor. Wer? Haldor. Das ist nicht unser. Nein! Das war noch nicht unser, oder? Almundi und Haldor. Ja, gut. Okay, Almundi, du musst dich rächen. Ich sag ja, die sterben deutlich schneller hier, als das einem lieb ist. Das tut mir jetzt am Herzen. Das glaube ich dir sogar. So, jetzt werden wir den Holzfäller mal in die Schreinerei tun. Und den Neugeborenen als Holzfäller. Extract the wood. Wood. Extract the wood, please, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Defense Tower 2. Gut, da werde ich jetzt noch ein paar Bogenschützen ausbilden und die da reintun, falls die Gegner mal von einer Seite. Das werden sie dann später auch. Bei meinem allerersten Durchgang hier in diesem Level habe ich nämlich immer alles schön hier gedefft, habe meine ganzen Truppen hier hin getan. Und dann kamen die Gegner einfach von hier unten und haben mein ganzes Dorf von hinten ausgelöscht. Und ja, noch das anders. Ist ja sehr schlau. Mist, noch anders gestorben. Hakon. Aber das war ja nur Hakon. Solange Almundi noch lebt. Komm, kannst du Almundi nicht einfach zum Bürgermeister ernennen oder sowas? Schade. Dann nennen wir aber bitte Safe Game. Also die Stadt heißt jetzt Almundi Town. Apropos Safe Game. Ach so, das ist Straße. Shortcut für Straße. Kann ich auch mal machen. Das machst du. Man muss natürlich auch aufpassen. Wir machen gleich so die End of Sessions, weißt du? Ja. Man muss auch aufpassen, wo man die Straße hinbaut. Zum Beispiel, wenn man die um die Farm baut, dann kann er natürlich da kein Weizen mehr anbauen, deswegen. Ah, ja, okay. Ja, wäre das halt ein bisschen doof, ne? Wenn auf einmal überall alles voller Stein ist. Oh, warum kann doch schon mehr? Alter Schwede, kommt ein dicker Angriff. Ja, je mehr Zeit verstreicht und je mehr Soldaten man hat, desto mehr schicken die Gegner auch. Das hier gibt's denn, ja, die wollen einfach nur ein bisschen testen, oder? Ja, so ungefähr, es wird halt immer schwerer. Einige Skelette, oder, sag ich dir. Ja, jetzt wäre ich einfach mal alle drei aus hier. Werd denen mal einen Langbogen geben. Und die dann gleich in den Wachturm da stecken. Ich werde auch hier bald noch einen neuen hinbauen, noch einen zweiten. Und vielleicht auch noch einen dritten und einen vierten. Okay. Ach, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich wollte nämlich noch schnell. Was ist das? Einmal den Honigscheiß. Und damit wir schon mal
Na gut, das muss ich jetzt mit Tieren bauen. Das ist ein bisschen gerade doof, dann reiße ich das hier wieder ab. Ich könnte das hier hinten. Ist alles wieder zurück, wenn es abreißt, oder nur die Sachen, die noch nicht verwendet wurden? Nur die Sachen, die noch nicht verwendet wurden. Obwohl, nee, es kommt eigentlich alles wieder zurück. Okay, das ist okay. Oh Mann. Wie ist denn der in die Stadt gekommen? Soll ich mich jetzt auch? Wo ist denn ein Muni? Nein, ich stimme nicht. Dann will ich die Leute aber umbringen, Phil. Ich bin ja nicht so. Oh Mann. Ein freundlicher Herrscher wie du. Jetzt hat er tatsächlich mal einen Bogenschuss erledigt hier. Töte den! So, weggesagt. Nee, ich will Fetch. Da ist einer gestorben, du. Gut, jetzt habe ich halt nur noch zwei Bogenschüsse, kommt jetzt aber hier rein. Einer davon ist schon wieder halb tot oder so. Aber die regenerieren sich wieder. Okay. Beim nächsten Mal werde ich dann den Bäcker in die Brauerei tun und bla bla bla. Dann mache ich jetzt die End of Sessions. Das war jetzt nur mal ein kleiner Einstieg. Ich werde also natürlich das Dorf. Also, ich bin jetzt schon gespannt darauf, was da noch alles geschehen wird. Ja, auf jeden Fall. Man kann noch das Dorf weitlich. Eigentlich kann man es unendlich weit ausbauen. Das wird natürlich irgendwann ein verwaltungstechnischer Akt, der nicht mehr zu bewältigen ist. Aber. Achso, wir haben jetzt gar nicht geguckt, wie es in anderen Dörfern geht, aber. Wie es in. Ach, stimmt. Die haben halt sogar überlebt hier unten, sehe ich gerade. Die haben es tatsächlich geschafft. Das hatte ich noch nie. Die haben zwar ihr Hauptquartier verloren. Ja, ganz cool. Die haben es. Ich hatte das wirklich noch nie gesehen. Mal helfen wir denen auch noch ein bisschen weiter. Dass sie das überleben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil es dann irgendwann zu einfach wird. Ja, schade eigentlich. Aber man sieht, die NPCs, die bauen ihre Städte deutlich schneller als man selber. Gut, ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen viel geredet. Du hast hier noch ein Pferd nebenbei. Aber das wird auch bei mir nie so aussehen, weil die haben so viel Leute. Ich weiß gar nicht, wie die das immer hinbekommen. Das wird überall so aussehen wahrscheinlich bei denen, mehr oder weniger. Ja, bei denen ist noch sogar noch mehr. Guck mal, was das für ein Zimmel hier ist. Mensch. Aber das, die haben das auch ein bisschen zu nah gebaut für meinen Geschmack. Das auch. Da ist auch kein Überblick mehr. Das Ding ist aber hier überall, wo es schwarz ist, wo ich nicht sehe, haben die auch schon ihr Dorf wahrscheinlich ausgebaut. Aber ich mag das auch. Also es sieht zwar toll aus, wenn man dann so viele Leute hat. Bei mir sieht das natürlich jetzt... aber es ist einfach nicht zu bewältigen. Also vielleicht ist es das, aber ich habe es jetzt noch nie so ausgebaut, dass es so extrem ist. Dass ich da so viele Leute hatte und so viele Gebäude. Ich hatte es mal versucht, auch nachdem ich die Dunkelländer noch erledigt hatte in diesem Szenario, dann einfach mal auszubauen. Aber es sah bei mir nie so aus wie hier. Also. Und das ist noch gar nichts. Das wird noch viel mehr später. Na gut, aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mag das Spiel sehr gerne, auf jeden Fall, es macht ziemlich viel Spaß. Es ist liebevoll gestaltet. Später wird es auch. Der heißt Potter. Später wird es auch deutlich schwieriger, auch in der Kampagne. Am Anfang ist natürlich alles immer leicht, bei jedem Spiel eigentlich soweit. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Pottery heißt der Potter, du kleiner Bast. Ich weiß. Der heißt anders. Ich weiß. Weißt du, ja, stimmt, ist der Träger. Nee, Carrier heißt der. Potter, ja, genau, ist hier wegen Pottery. Ja, trotzdem lustig. Wer ist er denn? Torkel. Wie ist der denn? Hast du den armen Torkel beleidigt? Torkel Potter. Na gut, auf jeden Fall machen wir jetzt mal Feierabend und bis zum nächsten Mal, Leute. Schönen Tag noch.